Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Ja, ich bin wieder auf Mission und ich zeige euch mal eben, wo ich denn genau unterwegs bin. Also in der letzten ersten Folge auf der Karte waren wir hier runter zu dem Flussarm gelaufen. Da hat man ja die Wildschweine erlegt. Jetzt bin ich dann nach der Aufnahme hier zu diesem Außenposten, hatte den eingenommen, mich ausgelockt und heute halt hier runter gemacht. Hier auf dem Weg schon die ersten Wildziegen erlegt und da habt ihr auch gerade gesehen, hier ist gerade ein roter Punkt erschienen. Ich war jetzt schon mitten im Jagen und da dachte ich mir, gut, es wird an die Zeit, euch mal dazu zu holen. Es scheint hier ein guter Spot zu sein, ein gutes Gebiet zu sein, um hier vielleicht die ein oder andere Ziege noch zu erlegen. Das Problem ist, diese erstmal ja aufzuspüren. Ich sag mal, die geben jetzt nicht immer einen lauten Brummschreien, Warnruf von sich. Meistens sieht man sie dann so im Augenwinkel, wie sie noch wegrennen. Auch die hier, die ganzen Sporen, die sind jetzt weggerannt gewesen. Ich hatte hinterher geschossen, schlecht getroffen. Und jetzt müssen wir erstmal hinterher. Und wenn wir Glück haben, finden wir sogar noch die andere, die ja unterwegs ist. Ja, das gibt ja schon mal Hoffnung hier. So viele Spuren, also die erste halbe, dreiviertel Stunde auf der neuen Karte war ich doch etwas enttäuscht. Also mehr wie Wildschweine hatte ich da gar nicht zu sehen bekommen. Aber jetzt sind wir hier im richtigen Gebiet, so wie es aussieht. Und hier vorne liegt sie auch schon. Schade. Also ich würde nämlich sagen, hier ist noch die ein oder andere unterwegs. Aber man kann sie ja leider nicht anlocken. Das was? Nee. Also sieht von hier so aus, als wenn da was Braunes ist, aber es ist bloß ein Felsgestein. So, Trophäe bestätigen. Ja, die haben wir wirklich 100% im Muskel geschossen, also richtig schlecht getroffen. So, die nehmen wir schnell an. Keiner hat es gesehen. Ja, passt auf. Folgen wir einfach mal den Spuren. Nehmen wir mal hier Witterung auf. Gerade eben. Gerade eben. Aber keine blaue Spur. Nehmen wir mal das Häufchen auf. Auch keine Spur. Okay. Okay, da muss ich nochmal nachschauen. Nach den Einstellungen. Also normal hat man ja eine farbige Spur, wenn man die Pferde aufgenommen hat. Oder ich schaue mal eben in den Einstellungen nach, was da los ist. So. Ich habe es umgestellt. Man kann wirklich hier die verschiedensten Farben wählen. Ich habe mir jetzt das Grün ausgesucht, also die aktive Spur ist jetzt grün markiert. Und es hat auch gerade hier geraschelt vor uns. Das heißt, irgendwo ist hier die Ziege unterwegs. Und das ist, was ich meine. Man weiß es nicht, wo sie ist. Mit Glück kann man sie vielleicht entdecken. Da haben wir sie. Noch einer.
Oh, die backt da gewaltig fest. Gut für uns. Oh Mann, das ist ja ein Geflipper. Wartet mal da. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal zügig hin. Und schauen, was da los ist. Ladenschuss. Die Arme. Oh, die zu. Was denn jetzt? Hallo? Was war mit ihr los? Also ich erwische immer sehr merkwürdige Tiere. Ich habe hier aber noch was gehört. Ja, pass auf. Nehmen wir die erstmal auf. Sehr, sehr merkwürdig. So, die haben wir richtig gut erwischt hier. Lungenflügel. Gucken, haben wir irgendwas Besonderes? Nein, annehmen. Hier raschelt noch was. So, erster Schuss ging. Ja, ein Brustwirbel. Weder backt hier noch eine fest. Da oben. Also da oben ist definitiv eine. Soll das die sein, die wir hören? Sehen, ob sie runtergefallen kommt. Da, okay, am Stein hängt sie fest. Ja, das ist ja eine merkwürdige Jagd heute hier, aber macht Spaß. Nur gut, wir kommen hier bis hoch. So, nehmen wir sie an. Super getroffen wieder. Annehmen. So, schauen wir uns nochmal um hier. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Gehen wir Richtung Missionsziel und halten Ausschau nach weiteren Spuren. Ja, also diese Gegend hier, die finde ich eigentlich richtig, richtig schön. Die Felder gefallen mir persönlich nicht so. Das finde ich etwas übertrieben hoch. Also man hat da wirklich eine schlechte Jagd drin, eine schlechte Sicht. Da lieber hier so ein bisschen Steppe, ein paar Büsche. Ah, ein Wildschwein. Da haben wir doch noch eine Mission. Ein Warnruf ist das schon. 150 Meter. Würde ich sagen,
Das holen wir uns. Was denn jetzt? Jetzt hat sich schlafen gelegt. Da haben wir noch eine Nebenmission offen. Da sollen wir zwei Wildschweine legen. Oder drei. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall waren es Wildschweine. Nein, ich habe es nicht erschossen. Ist ein Ding. Ja, kurios heute. Und noch ein Reh. Das kann dann natürlich die ganze Jagd verderben. Sehen wir das noch mit? Ein Reh könnte man natürlich anlocken. Wildschwein auch. Ich lock mal das Reh. Ich will mal wissen, wo das ist. Wenn es mir jetzt zu... Ja, das Schwein ist aufgestanden. Das Reh kommt. Jetzt müssen wir schnell schießen. Okay, das liegt. Das Reh war jetzt auch von rechter Hand rangekommen. Jetzt kommen wir uns gleich nochmal. Da steht's. Da kommt's. Ja, ein ganz, ganz leichtes Reh. Aber spielt keine Rolle. Jeder Abschuss zählt. Da. Oh, das haben wir echt. Oh, das haben wir schlecht getroffen. Das ist jetzt noch so weit rennt. Verdammt. Und dabei wollte ich jetzt auf Nummer sicher gehen. Herzschuss machen. Ah, und dann haben wir es wohl doch bloß vor den Muskel rein. Die Sau. Silber annehmen. Neue Mission verfügbar. Der böse Wolf. Husten und Pusten. Mission abgeschlossen. Erlege ein Wildschwein und verwerte es. Ein Wildschwein war es. Okay. Oh, super. Sollen wir jetzt einen Wolf jagen? Wirklich? Erlege und verwerte zwei Wölfe. Sehr schön. Da wissen wir auch gleich, wo die Wölfe zu finden sind. Aber jetzt erstmal das Reh finden. Vielleicht lebt es noch.
Ja, man sieht schlecht, es könnten zwei rote Flecken übereinander sein. Fünfzig, 75% leben. Fünfundzwanzig, 50, okay, das heißt, es stirbt. Ja, da denkt man eigentlich, so ein Reh, das nimmt man mal beim Vorbeigehen schnell mit. Und da muss man es auch noch verfolgen. Bin ich gespannt, wo ich das getroffen habe. Ja, komplett Muskel. Ein Tick zu hoch. Schauen wir mal. So, Mission. Erlege und verwerte zwei Wölfe. Wo müssen wir hin? Wo sind die Wölfe? Ist eine gute Frage. Also ich kann den Namen jetzt gar nicht aussprechen hier. Ich lasse das auch. Schade. Aber wisst ihr was? Wir gehen mal dorthin. Wegpunkt setzen. Das können den Außenposten sein. Da sind wir ja richtig, richtig nah dran. Gut, die Wölfe, würde ich sagen. Die lassen wir erstmal. Wir machen wieder hier Story-Mission weiter. Story-Mission ist dort, 800 Meter. Ah, sehr schön. Neue Spuren zum Verfolgen. Ja, das ist natürlich eine Karte. Hier muss man Spuren verfolgen, oder? Glück haben, dass die Tiere einen über den Weg laufen. So, was haben wir hier? Ein Reh. Ein Reh. Das will ich aber nicht verfolgen. Hier sieht's gut aus. Was haben wir hier? Wildschwein. So, suchen wir uns mal eine Losung. Hier oben liegt was. Ein Reh voraus. Losung sehr frisch, Wildschwein. Sehr schön. Da hinten. Oh, das könnte eng werden. Ob die das hören? Callen wir sie mal. Die haben ja ungefähr 150 Meter Reichweite, die Caller.
So, 160 Meter. Aber sie kommen ran. Da hinten liegt das Reh. Was? Ist noch ein zweites Reh unterwegs? Macht man jetzt? Schnappen wir uns das Reh oder lassen wir das einfach laufen? Diesmal haben wir's. So, die Schweine sind eigentlich langsam unterwegs. Drei Stück. Vier Stück. Pass auf, da machen wir uns gleich hinterher. Nehmen wir das fix auf hier. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich Spaß daran, hier Wildschweine zu jagen. Ah, ich hab's gesehen. Ich dachte wieder, das war wieder so eine Einbildung, dass es ein Stein ist. Und als es dann losgelaufen ist, ja, hat's Klick gemacht, da stand ein Schwein. Wartet, jetzt machen wir hier langsam. Callen, callen, callen.
Oh, was kommt jetzt? Das ist Reh, oder? Könnten natürlich auch mal hier 2 Minuten still sitzen. Was liegt denn hier? Ist das Wildschweinkacke? Wildschweinlosung, gerade eben. Eine Sau. Diesmal ein Kopf. Oder auch nicht. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Ach, das. Das habe ich wieder schön versaut. Ja, so täuscht das. Da ist ein Stein. Und wenn ich so schaue, würde ich denken, da ist ein Rücken von einer Sau. Einmal getroffen. Sei kein Schaf, neue Mission, Schwein gehabt. Erlege 2 Wildschweine und verwerte sie. Also doch 2 Wildschweine. Hey, komm. Da liegt's. Ich wollte schon sagen, das wurde gut getroffen. Ja, das haben wir gut getroffen. Annehmen. Aber hier waren noch mehr unterwegs.
Ja, da sind sie wohl alle weggerannt jetzt. War wohl zu viel des Guten. Rehlosung, sehr frisch. Gut, zum Abschluss nochmal das Reh erlegt und ich würde jetzt wieder mich auf nach da oben zum Außenposten begeben. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir eventuell nächste Woche wieder gemeinsam unterwegs sind und die ersten Mufflons und weiteren Wildziegen erlegen können. Ja, oder vielleicht sogar die Wölfe. Mal schauen, wo uns unsere Mission hinführt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sage ich mal, macht's gut. Bis später.